Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich von meiner Seite. Es ist immer fast peinlich, wenn man so nach wohlwollenden, wohldosierten Willkommenswort noch etwas soll sagen und die Leute nicht enttäuschen. Ich hoffe, es gelinge heute Abend im gemeinsamen Nachdenken über eine, wie mir scheint, sehr relevante Frage, ein paar Impulse können miteinander zu bedenken, die vielleicht Sie begleitet und die Ihnen vielleicht helfen, für Ihre eigene Lebenssituation auf Antworten hin, sich unterwegs zu machen, die Ihre Lebensqualität werden dienen und hoffentlich auch den Prozess vom Sterben, der ja auch zum Leben gehört, möglichst so zu gestalten, dass er für Sie einmal ein erträglicher, vielleicht sogar ein guter kann werden. Das Sterben hat sich in unserer Situation da jetzt so in Mitteleuropa mit einem hoch entwickelten Gesundheitswesen, mit einer hochentwickelten, technologisierten Medizin verändert. Es hat sich vor allem dadurch verändert, dass Medizin heute ein riesiges Arsenal an Interventionsmöglichkeiten hat, um das Sterben möglichst zu verhindern und rauszuschieben. So wie es der Kurt Marti wahrscheinlich in seinen Worten gemeint hat. Das heisst gleichzeitig, der Prozess vom Sterben, wo früher der Inbegriff war, von dem, was Menschen als ein fremd verfügtes Schicksal erlebt haben, wo sie einfach nicht anders können als annehmen und über sie klar gehen. Dieser Prozess wird immer mehr zu dem, was der deutsche Philosoph Otto Marquardt mal gesagt hat, sich ein Machsal. Nicht ein Schicksal, das uns geschickt ist, sondern ein Machsal, wo wir ganz gehörig unsere Hände im Spiel haben. Wo wir ganz gehörig selber gestalten, manipulieren, Einfluss nehmen darauf, wie das soll aussehen. Das macht die heutige Situation neu gegenüber der Situation von früher. Der Frank Nager, Medizinprofessor, lange Zeit Chefarzt Innere Medizin am Kantonsspital Luzern und einer von den ganz grossen alten Schweizer Medizinern, der auch sehr viel philosophisch über die Aufgabe der Medizin nachgedacht hat. Er hat einmal formuliert, im 20. Jahrhundert hat sich die moderne Heiltechnik zu einer gigantischen Veranstaltung gegen Sterben und Tod entwickelt. Von Berufswegen ist der Tod unser, der Ärzte, Feind, um nicht zu sagen, unser Todfeind. Krankenhäuser wollen nicht Sterbehäuser sein. Das ist insofern ein bisschen komisch, als ja eigentlich unsere Gesellschaft, arbeitsteilig wie sie ist, das Sterben an zwei Berufskategorien delegiert hat. Das eine sind die Ärzte, die Mediziner, die sollen in unserer Gesellschaft für ein gutes Sterben sorgen. Und das andere ist der Kirchen und die Theologen, die sollen einem guten Sterben helfen. Aber Krankenhäuser wollen nicht Sterbehäuser sein. Mir ist das einmal sehr eindrücklich aufgegangen, wo ich meine früheren, also die jetzige Stelle vor 15, 16 Jahren angetreten habe. Wir haben das Spital Zollikerberg. Das ist ein Diakoniespital von der Geschichte her. Und wo ich dann dort neu in die Leitung reingekommen bin, hatte ich so eine Sitzung von der Spitalleitung müssen und habe dann irgendwann einmal das Gefühl gehabt, jetzt habe ich einen ganz kreativen Gedanken und ich will jetzt den verantwortlichen Spitalleuten sagen und habe dann folgenden Vorschlag gemacht. Wir haben im Eingang, wenn man bei uns ins Spital reinkommt, so einen Plastikstorch, ungefähr 1,5 Meter hohes Ungetüm. Und das hat im Schnabel an einem Kettchen ein Täfeli, wo liebevoll jede Woche angeführt wird. In diesem Spital wurden in diesem Jahr
75 Fritzli und 26 Marili geboren. Und dann weiss man immer, wie viele in der Geburtsklinik geboren sind. Und ich habe dann gefunden, ja, man könnte das noch ergänzen. So im Werbesloganmäßigen, von der Wiege bis zur Bahre sind sie bei uns in besten Händen. Und habe dann gesagt, man könnte neben diesem Storch ein schmiedeisiges Kreuz hinzutun. Und an diesem Kreuz auch, an einem Kettchen auch ein Täfeli. Und an diesem Täfeli könnte man ebenso liebevoll jede Woche anführen. Wir haben in diesem Spital in diesem Jahr, sagen wir, 85 Männer und 73 Frauen gut betreut, liebevoll in den Tod begleiten dürfen. Tja, sie hätten die Gesichtsausdruck sollen sehen in der Spitalleitungssitzung. Erstarren, was jetzt da für eine für einen Stuss erzähle. Ich habe dann erst im Nachhinein verstanden, warum das absolut fehl am Platz war von mir, weil unser Spital hat, weil es ein Diakoniespital war, den Ruf gehabt, es sei ein Ort, wo man sehr gut sterben kann. Sehr gut betreut werden im Sterben. Und Chefärzte haben gefunden, das sei ehrenrührig. Sie sagen schließlich nicht einfach ein Sterbehospiz, sondern sie sagen auch auf dem Level von Hightech-Medizin und wissen dann, wie es geht, dass es tätscht und klopft. Und haben alles daran gesetzt, damit endlich das Spital den Ruf, ein gutes Ort zum Sterben zu sein, wegüberkommt. Und dann kommt einer und schlägt vor so ein Stefan. Seither habe ich derige Sachen tunlichst vermieden. Aber es ist mir seither deutlich, was das heisst, dass die Gruppe, die eigentlich Gesellschaftssterben als delegiertes Problem hat mit dem Sterben. Und dass Krankenhäuser nicht Sterbehäuser sein wollen. Das ändert nichts daran, dass Sterben bei uns ganz stark einem Prozess von der Medikalisierung unterworfen war. Man hat Sterben zu einem medizinischen Problem erklärt. Das war früher nicht. Früher war es einfach ein soziales oder familiäres Problem oder ein religiöses, wo man einen Geistlichen geholt hat. Wir haben daraus ein medikalisiertes Problem gemacht. Ein institutionalisiertes Problem. Wenn Leute ins Sterben kommen, werden sie in der Regel in eine professionelle Institution verlagert. Spital oder Heim. Und in diesen Institutionen, begleitet von diesen professionellen Personen, findet so etwas wie ein medizinisch kontrolliertes, qualitätsgesichertes, ISO-zertifiziertes Sterben statt. Das ist die Art von Kultur, wie wir das Sterben in unserer Gesellschaft organisiert haben. Und das ist ja an und für sich etwas Grossartiges. Ich denke, wir haben alle mit grosser Dankbarkeit das Gefühl, wenn es dann auf Biegen und Brechen geht, dürfen wir uns einem guten, hochstehenden, hochqualifizierten Gesundheitswesen anvertrauen. Und das ist viel wert. Viele Leute in der Welt wollen so ein System haben. Nur hat es gleichzeitig eine Kehrseite von der Medaille. Nämlich die, dass in unserer Gesellschaft sehr viele Leute Angst haben, das Sterben werde technisch verfremdet. Die Leute sagen mir, weisst du, ich will dann nicht verkabelt an Monitoren, die ständig piepsen und flimmern, mein Lebensende begann. Sie haben Angst, professionell fremdbestimmt zu werden im Sterben. Ich höre oft so Sätze wie, weisst du, wenn du dann sterbend ins Spital eingeliefert wirst, dann kommst du in eine Maschinerie rein, wo du nichts mehr kannst bestimmen, dann läuft das einfach ab. Viele haben Angst davor, die modernen Möglichkeiten von Interventionen gegen das Sterben führen de facto zu einer Leidensverlängerung, statt dass sie das Sterben einfacher machen. Dass vor dem Sterben eine lange Phase von medizinischer Abhängigkeit oder Pflegeabhängigkeit, Pflegebedürftigkeit besteht. Und man nicht darf sterben, weil die Medizin ja so viel machen kann gegen das Sterben. Siehe den Satz von Kurt Martin. Die Verunmöglichung rechtzeitig, wenn man das Gefühl hat, jetzt wäre es Zeit zum Sterben, dürfen es gehen. Die Angst, dass es einem nicht lohnt, höre ich bei ganz vielen Menschen als Kehrseite von dieser Dankbarkeit dafür, dass wir eine gute Medizin haben, die uns gestattet, so alt zu werden.
und so lange mit unserem Willen etwas gegen das Sterben, das vorzeitige Sterben, zu machen. Also das ist so eine ambivalente Sache, wo viele Leute gleichzeitig dankbar sind für die Medizin und Angst haben vor im Blick auf das Sterben. Kommt dazu, dass bei uns seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, so ab 1950er Jahren, in der Medizin ein Wechsel von der Grundperspektive eingesetzt hat. Früher sind die Ärzte so die Halbgötter in Weiß gewesen, die schon gewusst haben, was gut ist für uns. Und die haben gesagt, was man macht, und dann hat man das gemacht. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist man von dem sogenannten Ärztepaternalismus übergeschwenkt zu einem Modell, das von der Patientenautonomie ausgeht. Das heisst, medizinisch-therapeutische Interventionen dürfen nur an uns vollzogen werden, wenn wir Zustimmung geben. Ohne unsere individuelle Zustimmung darf nichts an uns gemacht werden, sonst gilt es als Körperverletzung und ist einklagbar. Auch wenn es absolut nach dem medizinischen Lehrbuch verläuft. Die Akzentuierung auf der Bedeutung des Patientenwillen als dem letzten entscheidenden Kriterium, ob etwas soll durchgeführt werden oder nicht, hat mit dazu beiträgt, zusammen mit den Ängsten vor einem Fremdbestimmtwerden von der Medizin im Sterben, dass international seit einigen Jahrzehnten sehr pointiert die Forderung erhoben wird nach dem Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Teil sagen Recht auf ein würdiges Sterben. Oder Teil sagen das Recht auf den eigenen Tod mit der Formulierung von Rainer Maria Rilke. In all dem geht es ums Gleiche. Um Angst, das Sterben könnte in einer falschen Richtung bestimmt werden. Und die Hoffnung oder die Erwartung oder die Forderung, dass das Sterben soll ich können so ablaufen, wie es der betreffenden Person entspricht, die stirbt, sodass es ihre eigene authentische Erfahrung kann werden, ihre selbstbestimmte Erfahrung. Nun ist die Forderung nach einem selbstbestimmten Sterben zweifellos in manchen Aspekten wichtig und legitim, und in gewissen Aspekten auch problematisch. Ich möchte beide Seiten Ihnen kurz darstellen. Ich fange zuerst mit der problematischen Seite von dem Ruf nach einem selbstbestimmten Sterben an. Es gibt heute viele Leute, die die Vorstellung vertreten, ein würdiges Sterben, das ist so ein Schlagwort für Sterben in Würde, ein würdiges Sterben sei nur ein Sterben, das dadurch charakterisiert sich, dass der Sterbende über Zeitpunkt, Ort und Art vom Sterben selber detailliert bestimmt, sein Sterben plant und kontrolliert. Es sei nur dann ein würdiges Sterben, wenn das Sterben bei Bewusstsein, ohne Demenz passiere und ohne eine lange vorangehende Leidenszeit. Und wenn man als Sterbende seinem Umfeld möglichst wenig zur Last fällt. Das sind so Vorstellungen, die man an ganz vielen Orten findet, in Medien, in Büchern, bei Gesprächen, bei Ansprachen von Politikern. In etwa so stellen sich ganz viele Leute ein würdiges Sterben vor. Dass viele von uns gerne so sanft den Tod erleben würden, ist unbestritten. Aber das ist nicht unbedingt die Regel. Und vor allem kann man es nicht garantieren, dass man so einen leichten Tod hat. Und die Frage, ob es Sterben würdig oder menschenwürdig oder nicht würdig sei, abhängig zu machen davon, dass es ein leichtes Sterben ist, ist hochproblematisch. Weil man dann allen, die diesen Kriterien da nicht entsprechend abspricht, ihr Sterben sei ein würdiges Sterben. Der Daniel Callahan, das ist der grosse Altmeister von der amerikanischen Medizinethik, hat einmal im Blick auf uns den Zeitgeist in unseren westlichen Ländern gesagt, die Forderung nach Kontrolle und die Ablehnung eines Todes, wie er sich ereignet, wenn wir ihn unmanipuliert geschehen lassen,
sind nicht nur stark, sie sind für viele eine Leidenschaft geworden. Das einzige Übel, das größer scheint als der persönliche Tod, wird zunehmend der Verlust der Kontrolle über diesen Tod. Und wenn man einen Beweis dafür will, dann kann man das Wort von Joseph Fletcher, einem amerikanischen Medizinethiker, nehmen, der einmal formuliert hat: Die Kontrolle des Todes ist wie die Geburtenkontrolle eine Frage menschlicher Würde. Ohne solche Kontrolle werden Personen zu Marionetten. In Amerika heißt die Bewegung, wo in der Schweiz Sterbehilfe genannt wird oder Exit-Organisationen, derige Sachen, heißt in Amerika Death Control Movement. Also Bewegung mit dem Ziel, den Tod zu kontrollieren. Das ist also eine typische Haltung von unserer Gesellschaft. Wir wollen alles im Griff haben. Alles können kontrollieren. Und was wir nicht kontrollieren können, das ärgert uns. Oder wir finden es unwürdig, wenn wir etwas entgegennehmen müssen, was sich unserer Kontrolle entzieht. Mit dieser Haltung wird das Sterben nicht nur einfacher, sondern wird das Sterben gleichsam aufgestilisiert zu einer letzten grossen Gestaltungsaufgabe vom Menschen, wo er eigenverantwortlich und bittengefälligst würdig soll vollziehen. So die Vorstellung, im Sterben an ein letztes Mal alle Kräfte zusammenzureissen und tapfer und eindrücklich und grandios im Finale abzutreten von der Bühne vom Leben, sodass am Schluss alle, die zuschauen, nur noch klatschen und sagen: Wow, der ist würdig gestorben. Das kann es ja nicht sein. So eine Haltung, denke ich, ist nicht wirklich menschlich. Sondern sie setzt mehr Druck auf Sterbende, statt dass sie ihnen hilft, den Prozess vom Sterben menschenwürdig zu gestalten. Und vor allem wird bei so einer Haltung in einer Gesellschaft die Würde vom Sterben abhängig von einer eigenen Leistung. Gerade in dieser letzten Lebensphase, wo man vielleicht so schwach ist, dass es einem nicht mehr ums grosse Leisten gehen kann. Sterbenswürdige wird abhängig gemacht von empirischen Faktoren, die zufällig jetzt halt gegeben sind oder mal nicht gegeben sind. Es wird abhängig gemacht von der Planbarkeit, Kontrollierbarkeit und Machbarkeit vom Sterbeprozess. Und der ist oft nur begrenzt machbar oder kontrollierbar. Oder gestaltbar. Darum finde ich diese Art, die Vorstellung, selbstbestimmtes Sterben sei eine Parole, die eine Voraussetzung sagt, was es braucht, damit unser Leben in der, oder unser Sterben in dieser Gesellschaft als würdig kann gelten, sehr problematisch. Aus einem Recht auf einen eigenen Tod nach den eigenen Vorstellungen wird auf einmal ein gesellschaftlicher Zwang, ein Leistungsdruck, zu einem guten, würdigen, selbstverantworteten Sterben. Und alles, was Druck aufsetzt, ist sicher nicht human. Es führt zu einer Überforderung unter Umständen von Sterbenden. Setzt sie moralisch unter Druck. Unter Druck vielleicht auch in Richtung von dem, was das Unwort des Jahres 2008 war in Deutschland, das sozialverträgliche Frühableben. Rechtzeitig abtreten, bist ja selber verantwortlich, musst halt dein Leben so gestalten, dass dein Sterben würdig bleibt. Ich denke, das kann es nicht sein. Die Wahnvorstellung, es muss alles kontrolliert werden, ist nur die Kehrseite von einer Haltung im Leben, die verloren hat die Fähigkeit, die passive Seite, die rezeptive, das Umgehen mit dem, was einem das Leben und das Schicksal zuspielt, auf eine gute Art umzugehen. Denn das ist das Unverfügbare, ist auch ein Teil, ein wesentlicher Teil von jedem menschlichen Leben. Insofern denke ich, ist es gut, wenn man das Schlagwort vom selbstbestimmten Sterben nicht unkritisch einfach übernimmt, sondern sich bewusst ist, was es nicht bedeuten sollte. Nämlich ein Nennen von Voraussetzungen, von Bedingungen, von Anforderungen, damit
ein Sterben wirklich menschlich sei. Wer so vom selbstbestimmten Sterben redet, setzt Druck auf und dient nicht der Humanisierung, der Vermenschlichung und der Unterstützung vom Sterbeprozess. Etwas anderes ist, wenn man selbstbestimmtes Sterben nicht als eine Voraussetzung für ein gutes Sterben versteht, sondern als eine Konsequenz aus dem Würdeanspruch, den jeder Mensch hat. Menschenwürde ist nach der klassischen Tradition der Menschenrechte ein Anspruch, wo jedem Mensch gegeben ist, einfach weil er Mensch ist. Er muss nichts dafür leisten. Er kann auch nichts machen, wo er dann die Würde wieder verliert, sondern er hat eine Würde, den Anspruch, dass man respektvoll mit ihm umgeht, einfach weil er Mensch ist. Und die Würde kann man nicht verlieren, auch nicht in einem Sterbeprozess. Auch nicht in einem Sterbeprozess, der schwierig ist. Es bleibt der Anspruch, dass ich ein sterbender Mensch bin mit einer Würde und dass die anderen mich sollen der Würde gemäß respektvoll auch im Sterben begleiten. Und zu dieser Würde, dem Anspruch, den die Würde an andere stellt, gehört nun tatsächlich auch, und das ist jetzt positiv gemeint, der Anspruch auf Selbstbestimmung, auf Autonomie. Der Anspruch, dass so wie im Leben, so wie in Krankheitsphasen, auch im Sterben, andere Menschen mir helfen, dass der Prozess so kann gestaltet werden, so weit man ihn kann gestalten, wie er mir entsprechen würde. Nicht wie er denen, die mich begleitet, unbedingt entsprechen muss, sondern wie er mir entsprechen würde. Und der Anspruch gilt grundsätzlich auch im Blick aufs Sterben. Er gilt ethisch und er gilt auch rechtlich in der Schweiz. Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid vom 3. November 2006, der sagt, zum Selbstbestimmungsrecht im Sinne von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention gehört auch das Recht über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens zu entscheiden. Selbstbestimmung, also als Konsequenz aus einer gegebenen Menschenwürde, nicht als Bedingung für ein würdiges Sterben. Das sind zweierlei Schuhe. Der Anspruch auf Selbstbestimmung im Sterben, richtig verstanden, heisst eben gerade nicht die Forderung an den Sterbenden, er müsse sich zusammennehmen und ein grandioses Finale anlegen und alles unter Kontrolle halten im Sterben, sondern der Anspruch auf Selbstbestimmung im Sterben, richtig verstanden, würde die Forderung beinhalten, als Umfeld von denen, die Sterbende begleitet, sie so zu betreuen, so mit ihnen umzugehen, wie es ihrem Wille entsprechen tut. Jetzt muss man sich Folgendes bewusst machen. In unserer Gesellschaft wird in der Regel der Begriff selbstbestimmtes Sterben meistens gebraucht in der Diskussion oder in der Kontroverse, die es gibt, rund um Exit. Also rund um Organisationen, die sogenannte Beihilfe zum Suizid leisten. Das gilt als Inbegriff von selbstbestimmtem Sterben. Ein Suizid mit Exit-Begleitung. Die begleiteten Suizide machen aber vor allem Todesfälle in der Schweiz nur gerade 0,7% aus. Es sind also eine ganz kleine quantitative Zahl von Situationen, wo es zu einem so einem begleiteten Suizid kommt. Die Frage der Selbstbestimmung im Sterben stellt sich in anderen Bereichen unvergleichlich viel intensiver. Es hat im Jahr 2003 eine internationale ländervergleichende Studie gegeben, die Universität Zürich war daran beteiligt, wo im Rückblick auf Todesfälle, die stattgefunden haben, Ärzte befragt hat, in welchem Ausmaß Entscheidungen über das Sterben eine Rolle gespielt haben bei diesen Todesfällen. Und die Auswertung von dieser Umfrage hat ergeben, dass wir in der Schweiz von diesen 6 europäischen Ländern an der obersten
Grenzen sind von Situationen, wo erst gestorben wird, nachdem Menschen entschieden haben, jetzt wird gestorben. Genauer gesagt, in 51% von diesen Fällen, die man untersucht hat in der Schweiz, hat man festgestellt, der Tod oder das Sterben hat erst eingesetzt, richtig, nachdem Menschen entschieden haben, so jetzt ist es Zeit, dass die Person soll sterben. Vorher stirbt man nicht einfach. Sie, wo kommen wir an, wenn da jeder einfach so drauf lossterben würde in unserer gut organisierten Schweiz. Da muss entschieden werden und dann kann man sterben. In 51% der Fälle. Und der Gian Domenico Borrasio, der berühmte Palliativmediziner vom Kantonsspital Lausanne und Professor an der Universität Lausanne, hat gesagt, man müsse die 51% sogar noch höher ansetzen, wenn Ärzte in allen Situationen, wo sie müssten, im Gespräch mit Angehörigen und Betroffenen Entscheidungen fällen rund ums Sterben. Wenn wir alle diese Situationen wirklich ernst nehmen, dann sind es in der Schweiz so, dass in 75% der Sterbefälle, also in 3/4 der Sterbefälle, erst gestorben wird, wenn entschieden wird, dass gestorben werden soll. Jetzt ist die Frage, wer entscheidet denn? Früher ist es so gewesen, dass die letzte Entscheidung beim Arzt gelegen ist, bis 2012. Seit dem 1. Januar 2013 gilt das neue Erwachsenenschutzrecht als Teil des Zivilgesetzbuches in der Schweiz. Und in diesem Recht, Erwachsenenschutzrecht, ist ganz klar festgehalten, die Entscheidung über zum Beispiel Leben und Tod, Massnahmen zur Lebensverlängerung, ja oder nein, darf nicht mehr der Arzt fällen, nach seinem Vergutachten, sondern das sind Entscheidungen, wo die betreffende Person muss fällen. Sie sagt, will ich jetzt sterben oder will ich jetzt nicht sterben. Und wenn die Person selber nicht urteilsfähig ist, nicht mehr für sich kann reden, hat das Gesetz, vor allem jetzt der Artikel 378 vom Zivilgesetzbuch, genau definiert, wer in welcher Reihenfolge stellvertretend einen Entscheid soll fällen. Aber nicht nach seinem oder ihrem Gusto, sondern auch die stellvertretend Entscheidenden sind angehalten, alles daran zu setzen, um herauszufinden, was der mutmaßlich Wille wäre von der Person, die am Sterben ist. Also man kann es drehen und wenden, wie man es will. In 3/4 der Fälle vom Sterben heute in der Schweiz stellt sich die Frage, was will jetzt der Sterbende? Letztlich muss er entscheiden, muss sein Wille zum Tragen kommen, ob jetzt gestorben wird oder ob nicht gestorben wird. Entscheidungen, die da gefällt werden, sind meistens gar nicht Fragen nach Exit oder nicht Exit, nach Suizidbegleitung, sondern in den meisten Fällen sind es Fragen, wo man unter dem Stichwort passive Sterbehilfe thematisiert. Also das heisst, Fragen, ob man lebensverlängernde und todausschiebende medizinische Massnahmen noch machen soll oder ob man auf diese verzichten soll. Das ist der grosse Haufen von Entscheidungen, die heute in der heutigen Medizin anstatt. Passive Sterbehilfe, also Verzicht auf weitere lebensverlängernde Massnahmen. Sie sind 85, kommen mit der Lungenentzündung über. Sollen wir die jetzt mit Antibiotika behandeln, dann überleben sie es wahrscheinlich. Oder sollen wir nicht, dann haben sie eine reelle Chance, dass sie sterben können. Das sind so ganz alltägliche Fragen. Aber Fragen, die sie in sich haben. Wo Fragen können sie über Leben und Tod. Das heisst, Sterben unterliegt heute in ganz vielen Fällen nicht mehr einfach dem Wirken von der Natur. Es ist nicht die Natur, die einfach sagt, jetzt ist die Zeit. In vielen Fällen würde man sagen, Sterben unterliegt auch nicht einfach dem Schicksal. Wo man kann sagen, kann man halt nichts machen, muss man über sich klar gehen. Ich sage jetzt das als Theologe. In vielen Fällen kann man auch nicht mehr einfach sagen, das Sterben, dass ich jetzt stirbe, unterliegt dem Willen des Herrn über Leben und Tod.
also von Gott, in vielen Fällen, oder eigentlich in allen Fällen, heute bei uns in dem 1.1.13, unterliegt das Sterben auch nicht mehr einem Entscheid vom Arzt. Sondern das Entscheiden wird plötzlich zu etwas, wo auf uns als Sterbende selber zurückfällt und wir gefragt sind, willst du jetzt noch weiterleben oder willst du jetzt sterben? Und wenn du sterben willst, dann sag du, willst jetzt sterben. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das für ein Wechsel von der Perspektiven ist. Durch unsere ganze abendländische Geschichte durch, hat es nichts gegeben, wo so sehr mit sozialen, religiösen und politischen Tabus umgegangen war, wie der Selbstmord. Das war quasi die Sünde par excellence. Und die hat man versucht, mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. Also zu verhindern, dass es Menschen gibt, die ihr Sterben und das eigene Entscheiden gekoppelt sind aneinander. Wir haben gefunden, da greift man ins Vorrecht vom Herrn über Leben und Sterben und Tod ein. Und das darf ja nicht passieren. Und das, was wir jahrhundertelang mentalitätsgeschichtlich gelehrt haben, das auf keinen Fall. Das wird durch den medizinischen Fortschritt plötzlich zum Normalfall. Dass wir gefragt sind, ob wir jetzt werden sterben eigentlich oder nicht. Und zwar nicht, weil wir suizidal sind, eine Neigung haben oder ein Flair haben für Selbstmord, für Suizid oder für Exit. Sondern einfach, weil die moderne Medizin ein Arsenal hat von Möglichkeiten, den Tod zu verhindern, dass man irgendwo auch mal muss entscheiden, ob man das jetzt noch beanspruchen oder sagt man, jetzt ist genug, jetzt darf es so weit kommen. Also das, was früher gar nicht als Entscheidungsfrage angestanden ist, wird plötzlich von uns gefordert. Jetzt kann man sagen, das ist eine Ausweitung der Freiheit, das ist es. Es ist zugleich eine Ausweitung der Verantwortung und für viele Leute eine Ausweitung der Überforderung. Es ist nämlich gar nicht so einfach zu wissen, ob man will sterben oder nicht. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in dem Pflegeheim, wo ich noch Seelsorger bin, eine alte Frau begleitet, wo eine Profifrau im medizinischen Sektor war. Sie hat jahrelang eine Pflegeschule geleitet. Und dann war sie noch eine spirituelle Frau. Sie hat sich auch sehr mit religiösen Fragen auseinandergesetzt und hat mir immer gesagt, wissen Sie, ich bin so parat und freue mich auf die andere Welt und so. Und dann hat sie mir auch gesagt, wissen Sie, und wenn ich dann einmal, wenn es mir etwas gibt, ich habe der Pflegende schon gesagt, sie sollen dann gar nichts mehr machen. Also man könnte sagen, jemand, der gut vorbereitet hat auf Sterben. Als sie dann eine Lungenentzündung bekommen hat, ist das Erste, was sie verlangt hat, sofort Antibiotika. Und am Tag darauf, als ich sie dann besuchen, hat sie zwei Sätze gesagt. Der erste Satz, oh, wenn die Antibiotika nur würden nützen. Und der zweite Satz, oh, wenn ich nur könnte sterben. Das sind die zwei extremsten Möglichkeiten, die man sich wünschen kann in dieser Situation. Beide zusammen gehen nun wirklich nicht. Und sie hat beide wollen. Ich habe daraus gelernt, wie ambivalent wir Menschen sind. Es ist völlig normal, dass wir angesichts der Frage, wenn ich jetzt als nicht suizidaler Mensch plötzlich muss entscheiden, ob ich jetzt will sterben oder ob ich nicht will sterben, ist es gar nicht so einfach. Und ist es ganz wichtig zum Beispiel, denke ich, dass man Menschen um sich hat, die geduldig einem zulassen, immer wieder das Gespräch suchen und einem helfen durch die ambivalenten Gefühle, durch den Dschungel von Gefühlen, wo wir manchmal selber nicht rauskommen, durchzufinden, in der Hoffnung, irgendwann eine Antwort zu finden, wo man sagt, das stimmt jetzt für mich. Das möchte ich jetzt. Und dann kann ich sagen und dann soll danach therapeutisch vorgegangen werden, je nachdem, so dass ich noch weiterleben kann, wenn das mir wichtig ist, oder dass ich dann im Sterben entgegengehe und Ja sage dazu. Das ist eine neue Situation, keine einfache Situation, aber eine Situation, wo ich denke, wo wir gefordert sind, ist darauf einzulassen.
Jetzt wird zum Teil, vor allem in kirchlichen Kreisen, in christlichen Kreisen, ganz stark gesagt, der Entscheid über das Sterben, das ist ein Entscheid, der nur dem Schöpfer zusteht. Er hat uns das Leben gegeben, es steht uns nicht zu, über das Ende von diesem Leben zu befinden. Ich bin nicht sicher, dass das Argument wirklich theologisch verhebt. Ich denke, angesichts unserer heutigen Situation besteht Anlass, es klar zu machen, der Gott, wo wir an ihn glauben, ist ein Gott, der uns nicht am kurzen Gängelband führt. Ein bisschen Freiheit gibt, aber ansonsten sagt er, was durchgeht, und wir sollen vor allem gehorchen. Ich glaube, das Gottesbild ist falsch. Es ist zwar ein sehr verbreitetes, jahrhundertelang gültiges, aber ich glaube trotzdem, es ist falsch. Ich glaube, es bringt mehr, sich klar zu machen. Wir glauben an einen Gott, der nicht neidisch, eifersüchtig uns versucht, Freiheit zu entziehen, sondern der uns unglaublich viel Freiheit zugesteht. Zum Beispiel die Freiheit, wissenschaftlich zu forschen, eine Medizin aufzubauen, ein Gesundheitswesen aufzubauen, wo uns im letzten Jahrhundert gestattet hat, die durchschnittliche Lebenserwartung um über 30 Jahre zu steigern. Das war nicht der Wille von Gott gewesen. Wir haben gesagt, wir wollen länger leben und haben es dran gemacht und siehe, das ist es gelungen. So pro ein Jahrhundert über 30 Jahre, sieht, das ist gar kein schlechter Rekord, so fürs Erste. Wenn wir so weiterfahren, gehen wir blühenden Zeiten entgegen. Das ist unsere Entscheidung. Wir haben das wollen und Gott hat uns die Freiheit gegeben. Ich glaube, das ist religiös legitim. Gott ist nicht dagegen, dass wir jetzt so lange leben. Aber es ist auch nicht unbedingt so ein Pech drauf. Dass wir so, das ist unsere Entscheidung, wo Gott uns Freiheit zugesteht. Freiheit, damit wir unser Leben mündig, eigenverantwortlich dürfen gestalten. Wir haben die Freiheit in einem gewissen Sinn schon am Anfang des Lebens seit langem anfangen zu praktizieren. Zum Beispiel Geburtenkontrolle. Unter uns Protestanten kaum ein Thema, das noch gross ethische Fragen aufwirft. Aber es ist immerhin ein Eingriff. Wir fangen an, am Anfang des Lebens bestimmen, soll von uns Leben weitergehen oder nicht. Das können wir heute. Wir beklagen zwar, jetzt sagen wir einen Überschuss an Alten und einen Unterschuss an Jungen, aber das haben wir immerhin bitte selber wollen. Wir haben es selber gemacht. Gott gibt uns die Freiheit. Wir machen es im Verlauf des Lebens, x-fach. Mit jeder Impfung, die wir machen, haben wir einen Eingriff tätigt, der sicherstellt, dass wir länger leben, als wir noch vor 100 Jahren gelebt hätten. Die Natur selber ist keine Freundin vom Alter. Sondern wir haben der Natur durch unsere Kultur ein langes Leben abgetrotzt. So muss man es sagen. Das war unser Wille und unsere Entscheidung, und theologisch gesprochen, eine Freiheit von Gott, die wir in Anspruch nehmen, ausleben. Und das ist recht so, das dürfen wir. Wir müssen nur dann auch die Konsequenzen selber bereits tragen und dann nicht plötzlich die auf Gott abschieben. Ich mache dann manchmal so die Erfahrung bei alten Leuten, sie tun bis 95 alles in Bewegung setzen, damit sie nicht sterben müssen, sondern noch länger leben können. Und wenn es dann ganz mühsam wird, dann sagen sie, ah, wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn doch Gott mir nur gestatten würde, dass ich sterbe, dann ist dann plötzlich Gott der Lückenbüßer, der dann herheben soll, weil es Gottfried Stutz für mich ein bisschen mühsam jetzt wird zu leben. Aber vorher haben wir ungeniert einfach alles in Bewegung gesetzt, um uns in die Situation zu bringen. Das ist keine gute Theologie. Das ist kein wirklich reifer Glaube. Sondern ich glaube, zum Glauben als Christen oder als Kirche gehört, dass wir mit dieser Freiheit, die wir jetzt hier haben und die sich jetzt neu auch im Blick aufs Sterben so stark akzentuiert, lernen umgehen. Lernen sagen, ja, das überfordert uns zum Teil. Aber jetzt versuchen wir, so das Thema aufzugreifen und miteinander im Gespräch zu bleiben über die Fragen, dass es vielleicht hilft, wenn wir in die Situation kommen, einigermaßen sinnvoll eine Entscheidung, eine Antwort zu geben. Ich finde deswegen, dass so Fragestellungen wie die wir heute Abend besprechen, sehr wohl auch im kirchlichen Rahmen, nicht nur im medizinischen Rahmen,
ihren Platz haben. Nämlich in dem Rahmen, wo man versucht, herauszufinden, wie man das könnt, verantwortlich von dieser Freiheit Gebrauch machen, wo Gott uns schenkt, zumutet, eröffnet, sodass wir auch wirklich frei selber mündig entscheiden können, aber es verantwortlich tun, in Verantwortung vor Gott und selbstverständlich auch vor den Mitmenschen, die von unseren Entscheiden mit betroffen sind. Wir stehen heute, denke ich, in einer Spannung zwischen fragwürdigen Forderungen an den Einzelnen, er müsse sein Leben aktiv, selbstbestimmt beenden, eigenverantwortlich würdig gestalten in einem letzten grossen Gestaltungsakt. Ich habe am Anfang gesagt, ich finde das problematisch. Das ist nicht mein Verständnis von selbstbestimmtem, sinnvollem Sterben. Und auf der anderen Seite haben wir aber der legitime Anspruch, der heute an jedes von uns gestellt wird, dass unser Willen im Blick auf das eigene Sterben zum Ausdruck kommen und vom medizinischen und sozialen Umfeld respektiert wird im Sinn von der Patientenautonomie. Und dazu gehört natürlich auch, dass man eine Ahnung sich verschafft, wie man dann sterben kann. Das weiß man heute oft nicht mehr. Das ist vielen nicht klar, wie man unter den Bedingungen von heutigem Gesundheitswesen sterben kann. Ich denke, es gehört deswegen zum Aspekt vom Gestalten im selbstbestimmten Sterben, dass wir uns überlegen, wann ist es Zeit zu gehen, wie kann ich sterben, was sind die Konsequenzen, wenn ich welchen Ausweg auch immer nehmen. Wenn ich eine Lungenentzündung mache mit 95, ist das jetzt eine gute Gelegenheit zu gehen? Oder will ich lieber auf eine andere Gelegenheit warten? Ist mir bewusst, wie man stirbt an einer Lungenentzündung? Ist mir bewusst, was anders ich könnte als Tor zum Sterben haben? Darüber müssen die Ärzte immer mehr, denke ich, als das heute passiert, mit Patienten ins Gespräch kommen, möglichst bevor sie schon im Sterben sind, um uns Informationen zu liefern, dass wir schlussendlich können für uns entscheiden, wenn es Zeit ist, zu sagen, ja, jetzt bin ich bereit zu gehen, jetzt will ich gehen. Denn wenn ich das nicht sage, wird möglicherweise Lebensverlängerung gemacht und dann geht es in die nächste Runde. Wollte ich das? Wenn ich es will, okay. Wenn ich es nicht will, dann wäre es gut, ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich es nicht will und könnte das sagen. Ein Aspekt, der helfen könnte, solche Gedanken so für sich ein bisschen im Herzen zu bewegen, ist, wenn man eine Patientenverfügung ausfüllt. Das hat den Effekt, dass das, vor allem wenn man es im Kreis von Angehörigen macht, von Leuten, die einem nahestehen, ist das so eine Gelegenheit, anhand von vorgegebenen Fragen sich Gedanken zu machen, was wäre mir wichtig im Blick auf das Sterben? Was möchte ich, dass man ernst nimmt? Was möchte ich, dass man noch tut? Und was möchte ich, dass man sicher nicht tut? Das kann einem helfen, Sprache zu finden für die schwierigen Fragen, die uns oft sprachlos machen und zurücklassen. Das ist der eine Teil. Unsere Verantwortung wahrnehmen Autonomie als Selbstverantwortung. Denn wenn wir für uns die Fragen nicht angehen, dann schieben wir sie einfach unseren Angehörigen ab. Und die armen Kerle müssen dann, wenn wir nicht mehr für uns entscheiden können, herausfinden, was wir entschieden hätten, wenn wir noch hätten können und hätten wollen. Und das indirekt für einen Fremden zu machen, der nicht mehr reden kann, ist noch sehr viel schwieriger und sehr viel heikler und kann einem schlaflose Nächte bescheren, wenn man nicht weiss, ob man dann wirklich im Sinn vom Sterbenden, der das nicht gesagt hat, entschieden hat. Also darum denke ich, gehört ein Stück weit heute zu unserer Verantwortung, dass wir uns diesen Fragen stellen und versuchen, auf eine sinnvolle Art Klarheit zu gewinnen. Entscheidungen zu treffen, zu sagen, was uns wichtig ist, ohne zu meinen deswegen, wir müssen den ganzen Sterbeprozess in Kontrolle halten. Er läuft dann immer noch auf alle möglichen Arten ab. Aber der Teil, den wir können, ist eine Meinung bilden,
da sollen wir auch eine Meinung bilden. Und zu dem gehört dann aber selbstverständlich auch ein zweiter Teil, die Kehrseite der Medaille, wo auch zu selbstbestimmtem Sterben gehört. Nämlich das, dass wir lernen, den Zugang zu der passiven Seite vom Sterben zu gewinnen. Ein Zugang zu der Realität vom Unverfügbaren in unserem Leben zu finden. Dass es vieles gibt, was uns widerfährt, ohne dass wir an den Schalthebel der Gestaltungsmacht sitzen. Auch das gehört zu einem reifen, guten Leben. Und man kann Selbstbestimmung auch dort leben, indem ich selber bereit bin, mich positiv einzustellen auf das, was ich mir nicht gesucht habe, sondern wo mir passiv entgegenkommt. Aber indem ich bereit bin, mich darauf einzulassen, treffen sich die gestalterische Seite, das Aktivsein im Blick aufs Sterben und die hinnehmend empfangende Seite, die Passivseite. Und beides gehört zusammen zu einem wirklich menschlichen, selbstbestimmten Sterben. Es gehört auch zu der Reife vom menschlichen Leben und Sterben, dass man, nachdem man sich so verantwortlich wie möglich die Fragen gestellt hat, die sich uns stellen im Blick auf Sterben, dass man sich aus der Hand geben kann. Dass man sich anderen anvertrauen kann. Andere Menschen aus dem eigenen Umfeld, Menschen aus dem Gesundheitssystem, dem Medizinalsystem, das uns betreut. Und in einem tiefen Sinn in die Hand von Gott geben, wo wir uns drin dürfen gehalten wissen, im Leben und im Sterben. Beide Aspekte, das aktive Gestalten und das passive Hinnehmen, gehören zu einem humanen, selbstbestimmten und selbstverantworteten Sterben, jenseits von Verantwortungslosigkeit auf der einen Seite, die sagen, gab mich nichts an, Schicksal bestimmt oder der Herr über Leben und Tod bestimmt. Jenseits aber auch von einem Kontrollzwang, der meint, es gäbe nur ein kontrolliertes Sterben, wo ein würdiges Sterben sei. Ich denke, es muss heute alles Mögliche da werden, damit Menschen in dieser Spannung von selber verantwortlich gestalten und bereit sein, hinzunehmen, was einem widerfährt, dass sie in dieser Spannung ihres eigenen Lebens und Sterben können als eine zentrale menschliche, existenzielle Erfahrung leben, durchleben, aushalten. Dass Menschen das Sterben so können aushalten können, ohne unerwünschte Lebensverlängerung durch medizinische Massnahmen, die sie gar nicht wettet. Auf der anderen Seite aber auch ohne aus innerer Not oder Verzweiflung müssen, unnötig einen Schritt zu machen zu einem Suizid, wenn es noch Möglichkeiten gäbe, ihnen zur Freude und zur Bejahung vom Leben zu verhelfen. Wo aber Menschen nach Prüfen von allen Möglichkeiten, die sie noch hätten, um ihr Leben annehmbar, für sie annehmbar zu gestalten, zur festen Überzeugung kommen und bleibenden Überzeugung, sie wollen ihr Leben beenden, indem sie den letzten Ausweg in einem begleiteten Suizid suchen, denke ich, dass wir alle Grund haben, die Entscheidung zu akzeptieren, auch wenn sie nicht unsere eigene Entscheidung muss sein, zu akzeptieren, dass das auch ein Teil ist, davon, wie Menschen versuchen, heute mit der Herausforderung vom selbstbestimmten Sterben umzugehen. Es kann durchaus Ausdruck von menschlicher Selbstbestimmung sein, dass man sich Sterben einfach hinnimmt, auch wenn es mühsam ist. Monika Renz, die Sterbetherapeutin, redet von der Würde des Aushaltens. Das kann auch ein wesentlicher Teil von einem eigenen Tod, von einem selbstbestimmten Sterben sein. Aber aus anderen kann ein Teil von einem selbstbestimmten Sterben sein, dass ich mir Klarheit verschaffe, wie will ich sterben und dann so entscheide, wie es in meiner Situation für mich jetzt richtig ist. Ich wünsche mir, ich wünsche Ihnen, dass wenn wir in die Situation kommen, wo diese Frage nicht mehr theoretische Frage wird, sondern eine ganz konkrete, aktuelle Frage,
dass wir den Menschen um uns herum haben, die uns helfen, eine Antwort zu finden im Durchschaffen durch die ambivalenten Gefühle, die wir dann wahrscheinlich haben werden. Und dass wir für uns zu einer Antwort kommen, die uns hilft, beides zu leben. Die Freiheit, die uns Gott gibt, zur Gestaltung von unserem Leben, von der Geburt bis zum Tod. Und dass wir das in verantwortlicher Art tun können, sodass es dann zu einem vielleicht nicht immer leichter Sterben wird, aber zu einem verantwortlichen Sterben, zu einem humanen Sterben. Und dazu brauchen wir andere, die mit uns unterwegs sind und uns darin begleiten. Ich denke, es bringt uns allen etwas, rechtzeitig, schon bevor wir in die Situation kommen, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, mit nahestehenden Menschen darüber zu diskutieren, damit das ein Teil von unserer modernen Kultur wird, das verantwortliche Zugehen auf das Lebensende, auf die Sterblichkeit. Ich glaube, wenn Sie das versuchen für sich selber, werden Sie merken, das führt nicht zu einem Bedecken von unserem Leben mit einem depressiven Grauschimmer, weil alles so schwer wird. Sondern meine Erfahrung ist, dass es gerade umgekehrt ist. Wer sich wirklich auf diese Fragen einlädt, wird entdecken, was der Manfred Lutz, ein Psychiater und Theologe, mal gesagt hat: Wer den Tod verdrängt, verpasst das Leben. Und ich würde umgekehrt sagen, wer sich diesen Fragen vom Sterben stellt, hat mehr vom Leben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.